Jahre zuvor 35 Menschen bei einem Gasaustritt in dem Hotel das Bewusstsein verloren hatten. Könnte wiederum Gas ausgetreten sein und eine Explosion verursacht haben? Oder schlimmer noch, könnte es ein Bombenanschlag gewesen sein? Dies ist der erste Anhaltspunkt für den Ermittler Terry Hume. Er weiß, dass Explosionen deutliche Zeichen hinterlassen. Experten sprechen hierbei von einer klaren Handschrift. Bei einer Explosion bersten oft die Fensterscheiben. Und oft stürzen Seitenwände ein. Man müsste hinterher Spuren von zerbrochenem Glas und Fenstertrümmer finden. Doch die untrüglichen Zeichen einer Explosion, zerbrochenes Glas und Schutt hunderte Meter weit vom Unglücksort sind einfach nicht zu entdecken. Es war nicht zu finden. Augenzeugen berichten, dass das Gebäude wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Das ganze Gebäude stürzte einfach so zusammen. Wenn jedoch eine Bombe das Gebäude zerstört hätte, gäbe es noch weitere Hinweise, etwa Spuren von Sprengstoffen. Forensiker der Polizei suchen den Unglücksort nach Spuren chemischer Substanzen ab. Sie finden nichts. Wenn es also keine Explosion gegeben hat, was war dann der Grund für den Einsturz? Es ist kaum möglich, dass ein ganzes Gebäude so vollständig zerstört wird. Das Team muss die beunruhigende Möglichkeit untersuchen, dass das Baumaterial fehlerhaft war. Von den irischen Tunnelingenieuren erfahren die Ermittler, dass der Beton sehr weich war und die Bohrer ihn wie Butter durchdringen konnten. Könnte schlecht gemischter Beton die Stabilität des Gebäudes geschwächt haben? Dies wäre besonders erschreckend, da Millionen von Menschenleben in der ganzen Stadt von ähnlichen Baumaterialien abhängen. Das Team übergibt 240 Betonkerne als Proben an eines der führenden Labors in Singapur. 80 von ihnen erweisen sich jedoch schnell als ungeeignet für eine Untersuchung. Als nächstes prüfen die Wissenschaftler die verbleibenden 160 Betonkerne auf das richtige Verhältnis von Sand, Steinen und Zement. Dann führen sie Belastungstests durch. Die Betonkerne brechen, allerdings erst unter sehr starkem Druck. Die untersuchten Materialien entsprechen internationalen Sicherheitsstandards. Das war enttäuschend, denn es wäre eine einfache Erklärung gewesen. Schlechte Betonqualität hätte den Einsturz verursachen können. Hume kommt zu dem Schluss, dass der Beton wegen der gewaltigen Belastungen während des Einsturzes nachgab. Wenn also kein Materialfehler vorlag, was hatte dann die Katastrophe ausgelöst? Die Ermittler wenden sich einem anderen, erschreckenden Szenario zu, das Auswirkungen auf die gesamte Stadt haben könnte. Sie untersuchen den Boden, auf dem das Hotel errichtet worden war. Wie die meisten Gebäude Singapurs stand es auf einem ehemaligen Sumpfgelände, das seit dem 19. Jahrhundert trockengelegt worden war. Kleine Gebäude konnten darauf problemlos errichtet werden. Aber das Hotel war wie viele Bauten in der rasch wachsenden Stadt viel größer als alles, was vor 100 Jahren gebaut wurde. Wenn der Boden hier nicht stabil genug war, könnte dieser Einsturz dann nicht der Beginn einer Serie von Katastrophen auf der ganzen Insel sein? Zunächst einmal müssen die Ermittler die verbleibenden Kellerwände untersuchen. Wenn das Fundament sich in dem instabilen Boden bewegt hat, müsste es verhängnisvolle Risse aufweisen. Doch sie können nichts entdecken. Um sicher zu gehen, analysieren sie die Zusammensetzung des Bodens. Mit dem Bohrer holt das Team Bodenproben tief aus der Erde. Sie überlassen nichts dem Zufall und prüfen auch die Belastbarkeit des verbleibenden Fundaments. Nach wochenlanger Arbeit zeichnen sich schließlich Resultate ab. Obwohl es Anzeichen von leichten Erdbewegungen gab, stellt das Team fest, dass diese nicht ausreichten, um das Gebäude zum Einsturz zu bringen.
Man konnte sehen, dass das Fundament keine Mängel aufwies. Es war korrekt errichtet worden. Da jetzt auch diese Möglichkeit auszuschließen war, richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf noch größere Tiefen. Könnte der Bau der neuen U-Bahn von Singapur das Fundament des Hotels geschwächt und dadurch den Einsturz verursacht haben? Wenn in irgendeiner Stadt eine U-Bahn gebaut wird, werden schnell alle möglichen Zwischenfälle damit in Verbindung gebracht. Könnten die U-Bahn-Ingenieure womöglich selbst für die Katastrophe verantwortlich sein? Diese Theorie traf uns wie ein Schlag ins Gesicht. Die Ermittler stellten fest, dass der nächste von zwei U-Bahn-Tunneln nur etwas weniger als 800 Meter entfernt ist. Hatte es Auswirkungen auf das Hotelgebäude gegeben? U-Bahn-Tunnel sind schon häufiger eingestürzt. Nur ein Jahr zuvor fiel ein Gebäude in Korea in einen solchen Schacht. Doch hier stand das Haus direkt über dem Tunnel. Hatten die Tunnelarbeiten an der U-Bahn noch weitere, bislang unbekannte Folgen gehabt? Die Ermittler vermessen den Tunneldurchmesser und berechnen die Erdbewegungen, die von Vibrationen herrühren könnten. Doch auch dies liefert keine überzeugende Erklärung. Professor Jonathan Wood ist weltweit anerkannter Experte, der sich seit über 20 Jahren mit der Dynamik von Gebäudeeinstürzen beschäftigt. Wenn das Gebäude nicht weiter als der doppelte Durchmesser des Tunnels entfernt steht, kann man mit Auswirkungen rechnen. Hier jedoch betrug der Abstand mehrere hundert Meter. Die Ermittler stellen fest, dass die U-Bahn-Schächte sich einfach zu weit weg befanden, um den Einsturz zu verursachen. Tommy und seine Mitarbeiter trifft keine Schuld. Für uns war es von Anfang an ein unvorhersehbarer Unfall. Jetzt wird klar, dass das New World Hotel nicht infolge einer Explosion eingestürzt ist. Und auch nicht durch Schlamperei beim Bau oder wegen des sumpfigen Untergrunds, noch wegen des nahen U-Bahn-Baus. Doch Gebäude fallen nicht ohne Grund zusammen. Es ist wie bei der Untersuchung eines Mordfalls. Man muss den Täter finden. Die Ermittler wissen, dass ein wichtiges Beweisstück fehlt. Sie werden dieses Indiz bald finden, an einem ungewöhnlichen Ort. Im Nachtclub. Die Polizei befragt die Frauen, die vor dem Einsturz im ersten Stock gearbeitet hatten. Die Clubhostess berichtet ihnen, dass ein Pfeiler auf der Tanzfläche brach, während sie die Bar vorbereitete. Die Ermittler werfen einen Blick in den Bauplan. Diese Säule ist die 26. von insgesamt 36 im Gebäude. Sie wissen, dass der Zusammenbruch eines einzigen Tragpfeilers nicht das gesamte Gebäude zum Einsturz gebracht hätte. Die Hostess berichtet ihnen, dass wenig später Arbeiter Holzbalken an dem Pfeiler befestigten. Der Besitzer des Gebäudes sei gekommen, um den Schaden zu begutachten. Dann befragten sie eines der Mädchen aus dem Nachtclub. Sie berichtet, wie sie ihr Make-up im Umkleideraum noch einmal überprüfte, als ihr Spiegel zerbrach. Der Spiegel war an einem der anderen Stützpfeiler angebracht, an Säule Nummer 32. Jetzt wissen die Ermittler, dass noch eine zweite Säule kurz vor dem Zusammenbruch stand. Wenn Stücke von einer Säule abfallen, dauert es nicht mehr lange, bis sie nachgibt. Als nächstes befragt das Team die überlebende Christina Pua. Sie sagt aus, dass sie am Unglücksmorgen in das Parkdeck hinunterging und Arbeiter sah, die gerade eine Säule mit Holz abstützten. Die Säule war geborsten und Putz lag auf dem Boden. Die Ermittler identifizierten diesen Pfeiler als Säule Nummer 30, die ebenfalls nachgab. Das ist der Durchbruch bei den Ermittlungen. Laut Augenzeugenberichten hatten drei Säulen in den Stunden vor dem Unglück nachgegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatten also drei wichtige Tragpfeiler ihre Belastungsgrenze.